Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und die von euch, die schon länger dabei sind, wissen es. Mittwoch ist Coin Day. Jawohl, wieder eine Woche geschafft. Es gab allein schon in den letzten 48 Stunden schon so viele Neuigkeiten, dass ich mich schon richtig auf den Wochenreport am Sonntag freue. Ich werde viel zusammentragen und ihr könnt jetzt schon gespannt sein. Aber lasst uns heute aufs Wesentliche konzentrieren und zwar auf euren Wunschcoin. Wir schauen noch mal kurz rein in die Abstimmung. Beim letzten Mal ging es darum, welcher Coin dran sein soll, wie immer. Und 81 Teilnehmer, sehr gut wieder gesteigert zum Mal davor. Ja, wir hatten diesmal auch viel mehr Vorschläge als das Mal davor. Von daher seid so lieb und schreibt bitte am Ende dieses Videos in das Kommentarfeld von dem Video hier unten. Schreibt einfach mal euer Wunschcoin rein. Ich werde ungefähr so um 23 Uhr, das Video ist heute ein bisschen später rausgekommen, vielleicht auch so um 0 Uhr die Umfrage starten und dann könnt ihr wieder euren Wunschcoin für den kommenden Coin Day wählen. Jawohl, dieses Mal dabei waren unter anderem Nagacoin, Komodo, Powerledger, Salt, EOS und eben auch der Gewinner Wordcoin. Ich habe es euch beim letzten Mal schon gezeigt, deshalb will ich es noch mal durchgehen. Es war am Anfang sehr, sehr knapp. Komodo hat erstmal ordentlich vorgelegt und hinterher hat Wordcoin noch gewonnen. Und heute Ehre, wem Ehre gebührt, lasst uns starten. Heute geht es natürlich um, welchen Coin? Was ist eigentlich Wordcoin? Ja, Wordcoin ist ein extrem spannender Coin, das vorab. Ich muss zugeben, ich hatte mich vor dem Coin den nur so halbherzig mit Wordcoin beschäftigt. Sehr viele Infos. Ich werde wie immer alles gleich auf einmal öffnen, dass ihr also gerne das Video stoppen könnt, wenn es so schnell geht. Und ich werde natürlich auch dieses Mal wieder nur oberflächlich alles angreifen oder ankratzen. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele technische Hintergründe bei Wordcoin. Die werde ich jetzt so gut wie möglich komprimieren, damit sie für jeden verständlich sind. Wenn ihr tiefgründigere Fragen habt, schaut euch gerne die Homepage an, die werde ich verlinken und auch am Ende nochmal kurz zeigen. Ansonsten schreibt mir gerne oder schreibt in die Kommentare generell. Es gibt auch genug Leute unter uns, die Ideen und vor allem auch fehlendes Wissen ergänzen können. Also schreibt sehr gerne rein. Und lasst uns starten. Gut, die erste Frage sind die Key Facts. Hier seht ihr einfach mal, die Gründung war im Januar 2014. Gründer war Poramin Insom, arbeitet jetzt bei Zcoin und die Token nennen sich VTC oder VTC. Insgesamt gibt es 84 Millionen an Supply, also an maximalen Token oder Coins, die in den Umlauf kommen. Und die Validierung erfolgt hier nach dem sogenannten Proof-of-Work-Prinzip, genauso wie beim Bitcoin. Das heißt, wir haben hier einen meinbaren Coin. Die Besonderheiten sind zum einen, die Begrifflichkeiten könnt ihr euch schon mal jetzt vormerken, Atomic Swap und Stealth Addresses. Das sind so die beiden Punkte, die wir gleich genauer besprechen. Aktuell hält sich Wordcoin auf Platz 35 auf, mit 179 Millionen Marktkapital und einem Wert aktuell von 4,35 Dollar. Entspricht so in etwa 3,60 Euro, 3,70 Euro. Und momentan sind in etwa die Hälfte der verfügbaren VTC, also VTC, sind aktuell draußen, nämlich 41 Millionen. Ja, was ist eigentlich Wordcoin? Die Idee hinter Wordcoin ist, eine besonders dezentrale Kryptowährung zu schaffen. Und durch verschiedene Dinge wird das realisiert. Zum einen basiert das Ganze auf einem sogenannten dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk. Peer-to-Peer, kommt gleich noch eine Erklärung zu. Und Wordcoin ist im Vergleich zu vielen anderen Währungen, wie zum Beispiel der Bitcoin, sehr, sehr viel schneller in den Transaktionszeiten. Das liegt daran, dass da verschiedene Algorithmen hinterliegen, dass da zum Beispiel SegWit aktiviert ist, wodurch ein kleiner Teil aus den Blöcken entfernt wird und die ganzen Transaktionen deutlich schneller sind. Bitcoin braucht aktuell ca. 10 Minuten. Mit Wordcoin ist es zwischen 2 bis 2,5 Minuten möglich, einen Block sozusagen zu analysieren, wenn man so will, und dementsprechend können diese Transaktionen deutlich schneller durchgeführt werden. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass das Mining dadurch sehr viel besser verteilt ist. Das heißt, man hat auch hier wieder eine Dezentralität geschaffen. Und wie das im Detail funktioniert, werde ich heute nicht besonders ansprechen. Für euch vielleicht ganz wichtig, dass die Schwierigkeitsgrade bei den einzelnen Blöcken, die gefunden werden, hin und wieder verändert werden. Beim Bitcoin sind das so ungefähr bei jedem oder bei vielen tausend Blöcken wird dann irgendwann ein Schwierigkeitsgrad angepasst, während bei Wordcoin ist es deutlich öfter der Fall und das hat zur Folge, dass diese Schwierigkeitsgrade so gut verteilt sind, dass sich dieses Thema mit den großen Minern, die sich aktuell irgendwie mit dem Bitcoin rumtummeln, dass das einfach so ein bisschen eingegrenzt wird.
Darüber hinaus ist es so, dass WorldCoin ganz besondere Verschlüsselungstechniken benutzt, die dafür sorgen, dass zwischen Sender und Empfänger beide Teile oder beide Einheit oder beide Teile der Transaktion eben verdeckt und verschleiert werden. Das Ganze nennen sie den Stealth Address, also Stahladresse. Im Prinzip geht es dabei darum, dass eben für bestimmte Verschlüsselungstechniken angewandt werden, um eben dem Außenstehenden nicht zu ermöglichen, einfach zu sehen, wer wem was geschickt hat. Ja, es ist so ähnlich, wie ihr vielleicht das Ganze so an Anonymität kennt von Verge. Dazu gibt es auch ein Video, werde ich am Ende nochmal hier als Vorschlag anzeigen lassen. Und auch Monero, auch das zeige ich euch am Ende an. Hier könnte man also so kleine Parallelen finden, wenn es darum geht, besonders anonym zu sein. Das Projekt selbst ist besonders sozial beschrieben. Das heißt, es gab keinen großen ICO, es gab keine riesen Investoren und auch kein teures Team, wo man sich irgendwelche Entwickler dazu gekauft hat, sondern bei WorldCoin ist es tatsächlich so, dass diese Idee im Vordergrund steht, dieses dezentrale, faire Miteinander. Und deshalb gibt es sehr viele freiwillige und auch ehrenamtliches Arbeiten, sowie viele Spenden. Und das sind auch die Grundsteine dieses ganzen Projekts. Es basiert hier also nicht auf irgendeiner tollen Idee, die mit viel Geld unterstützt wird oder mit extrem viel Marketing. Das sieht man auch auf der Internetseite, die ist sehr schlicht gehalten. Sondern es geht hier wirklich um die Idee, eine dezentrale Geschichte auf die Beine zu stellen, die wirklich dezentral ist. Ja, was ist eigentlich Peer-to-Peer? Ich hatte das ja in der Folie eben schon mal kurz erwähnt, deshalb will ich jetzt mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Die meisten von euch haben das Wort oder diese Wörter bestimmt schon mal irgendwo gehört, vielleicht auch sogar schon mal selber verwendet, wenn man so die alten LAN-Partys mal zurückerinnert, wo man miteinander kommunizieren kann. Im Prinzip ist Peer-to-Peer oder auch P2P-Netzwerke, sind Netzwerke, bei denen die Teilnehmer direkt miteinander verknüpft sind und die gleichen Rechte haben. Im Prinzip funktioniert diese Kommunikation dann ohne einen zentralen Server und das ist auch der Mehrwert bei diesem ganzen Thema. Es läuft also so, dass man von einem zum anderen Computer direkt ohne Zwischenstück quasi was miteinander austauschen kann. Es ist also ein dezentrales Netzwerk, welches über kein Zentrum läuft und dadurch wird der, ja, da habe ich gerade schon erklärt, dadurch wird eben dieser Datentransport eben direkt miteinander ausgetauscht und nicht mehr irgendwie über eine zentrale Stelle. Denn auch zentrale Stellen haben wir ja gerade so bei dem Thema Mining festgestellt, auch wenn das ganze Konzept von Bitcoin dezentral ist, wenn natürlich wenige Mining-Pools die größte Anzahl an Minern unter sich haben und vereinen, können sie quasi auch die Meinung der Miner theoretisch manipulieren oder in eine Richtung lenken. Und das führt langfristig dazu, dass etwas nicht mehr ganz so dezentral ist wie ursprünglich gedacht. Und generell ist es über das Peer-to-Peer-Netzwerk eben möglich, das Ganze so weit outzusourcen, dass man keinen zentralen Server hat, dass man eigentlich genau das hat, was die Blockchain von vornherein will. Und das ist hier nochmal ganz besonders hervorgehoben bei dem WorldCoin oder generell. Ja, hier seht ihr mal so ein Modell, ganz einfach gehalten, für die, die vielleicht so besser visuell alles lernen oder verstehen können. Ja, das war es zu Peer-to-Peer, so ein kleiner Ausschweif nebenbei. Die Besonderheiten. Also, es gibt hier eigentlich im Prinzip vier Besonderheiten, die ich so rausgestellt habe. Zum einen arbeitet eben WorldCoin mit den sogenannten Stealth-Adressen, also diese Verschleierungsmöglichkeit, wodurch Transaktionen besonders anonym sein können. Darüber hinaus ist ein sogenannter Atomic Swap möglich. Dieses Atomic Swapping oder Swapping funktioniert wie folgt. Bisher gab es eine einzige Transaktion, bei der das durchgeführt wurde, und zwar zwischen WorldCoin und Litecoin, denn die beiden sind sich verdammt ähnlich. Nicht nur was den Supply betrifft, nicht nur was das Dezentrale betrifft. Also es könnten quasi zwei Brüder sein, wenn man so will. Die sind sehr, sehr, sehr ähnlich gehalten. Und zwar ist der Hintergrund bei diesem Atomic Swap, dass man Coins verschiedener Währungen untereinander tauschen kann und das Ganze ohne eine Börse. Also momentan kennt ihr das, ihr wollt zum Beispiel einen Coin kaufen, habt Bitcoin eingezahlt auf eine Börse und tauscht dann Bitcoin gegen einen x-beliebigen Coin und die Börse verlangt dafür eine gewisse Gebühr und transferiert dann die Bitcoin gehen von eurem Konto und werden quasi eingetauscht in eure Wunschwährung. So, das Gebührenreiche, das nervt viele und vor allem ist eine Börse heute größtenteils auch immer noch sehr zentral, also ist ein Unternehmen. Und mit diesem Atomic Swap will man eben eine Lösung finden, wie man diese Börsen überflüssig macht, um wieder das Thema Dezentralisierung in den Vordergrund zu stellen. Und das Ganze funktioniert über das sogenannte Lightning Network. Jetzt habe ich hier mehrere Fachbegriffe, die ich nur kurz aufarbeiten will. Lightning Network könnt ihr euch vorstellen wie ein Netzwerk, das wir über die Blockchain rüberlegen oder über die verschiedenen Blockchains rüberlegen und sie dadurch einander, miteinander verbinden und verknüpfen. Es ist so ähnlich wie die Idee, die auch 10x verfolgt. Ja, die wollen ja ihr ganz eigenes Mining über Comet machen und hier Lightning Network ist quasi jetzt das Bestehende und hier gab es bereits eine Transaktion, die das gemacht hat, diesen Atomic Swap, und zwar WorldCoin und Litecoin. Das nur für euch so als geschichtliches Grundwissen.
Ja, ansonsten ist das Mining über WorldCoin besonders fair, das hatte ich vorhin schon erzählt. Die Schwierigkeit wird regelmäßig angepasst, also es gibt eine Anpassung an den oder einen Schwierigkeitsalgorithmus, der ist verstellt und zwar nicht nur bei vielen tausend Blöcken irgendwann mal, sondern bei jedem Block. Und das macht das besonders spannend für Miner, die vielleicht sagen, ey, ich will einen Coin meinen, der besonders dezentral ist, wo nicht irgendwelche großen Mining-Pools große Vorteile haben, weil sie besonders gute Hardware haben oder besonders viel, sondern hier ist es wirklich so, dass dieser Schwierigkeitsgrad sozusagen das Ganze sehr fair gestaltet. Zu guter Letzt ist das Thema One-Click-Mining für heute eigentlich schon Standard, weil viele Coins machen das mittlerweile so, dass ihr eigentlich im Wallet oder wie auch immer auf Start Mining drücken könnt und sofort mitminen könnt. Eure Grafikkarte im PC oder im Laptop reicht quasi aus, um das Ganze zu starten. Doch war WorldCoin eigentlich so der Erste, der dieses One-Click-Mining auf die Welt gebracht hat. Da geht es einfach darum, dass jeder in der Lage sein soll, zu minen oder minen zu können, ohne großes Computerfachwissen, ohne großes Wissen, was so Sprachen angeht im Internet. Sondern es geht hier wirklich darum, man braucht nur einen Laptop, der funktionieren sollte, der Strom hat, der eine Grafikkarte hat und man kann das Ganze minen. Und somit möchte man besonders viele Miner ins Netzwerk ziehen und durch dieses Verteilen so viele Miner wird das Ganze immer dezentraler. Weil je mehr Leute minen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich Grüppchen bilden, die gewisse Meinung vertreten. Okay, ja, wer steckt hinter WorldCoin? Das Team ist in diesem Fall besonders spannend, denn der eigentliche Entwickler, ich hatte ja vorhin kurz seinen Namen, kann ich kaum aussprechen, Poramin Insom. So sieht der Feine eher aus. Ihr seht kein Businessfoto, nichts Besonderes. Passt ganz gut zu der Geschichte, die ich da vorab erzählt habe mit dem Thema Sozial. Der Gründer hier ist eigentlich insofern interessant, als dass er zwar WorldCoin kreiert oder die Idee kreiert und auf die Beine gestellt hat, aber irgendwann sich aus dem Projekt zurückgezogen hat und andere Projekte macht. Zum Beispiel bei Moneta oder bei Zcoin. Ist er aktuell aktiv und ja, das also zu ihm. Das Team an sich, das Entwicklerteam, ist ja für mich mit Leuten bestückt, die ich vorher noch nie gekannt habe oder irgendwie kennenlernen konnte auf irgendwelchen anderen Dingen oder Seiten. Von daher, wenn ihr über die was wisst, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich konnte jetzt hier nichts Besonderes rausfinden, außer dass alle einen fachmännischen Hintergrund haben. Die meisten kommen irgendwie aus der IT-Welt, haben auch schon mal Unternehmen im Bereich Internet-Network oder wie auch immer betrieben oder unterstützt. Aber im Großen und Ganzen sind alles Entwickler, die eben ihre Fähigkeiten haben, aber die ich jetzt irgendwie nicht so besonders unterscheiden konnte von anderen Entwicklern. Also hier fehlt mir bisher so ein bisschen der Superstar in den Reihen, aber der muss vielleicht auch gar nicht unbedingt sein bei so einem sozialen Projekt. Okay, dann gucken wir uns doch mal die Internetseite an. Die Internetseite, hatte ich vorhin gesagt, ist relativ schlicht gehalten. Wir haben hier also keine großen Werbebanner oder irgendwelche Logos oder Animationen, sondern eine ganz simple Geschichte. Alles auf Englisch gehalten und hier oben der typische Donate-Button von WorldCoin, also es lebt ja quasi von Spenden. Mittlerweile haben sie ein großes Marktkapital, aber trotzdem sind sie sehr dankbar dafür. Ich will das Ganze jetzt nicht irgendwie unterstützen, sondern ich wollte es einmal nur mal sachlich sagen. Ich finde das Projekt ziemlich cool und es ist doch mal was Schönes zu sehen, dass es auch noch ältere Projekte gibt, die noch ohne diese riesen ICOs auskamen und die sich bis heute eben in den Top 50 rumtummeln und eine geile Idee hinter allem haben. Und das finde ich, sollte man mal hier ein bisschen, eigentlich auch mal ein bisschen bewundern. Und es ist nicht immer alles nur Geld. Gut, so viel also von meinem moralischen Teil, den kennt ihr ja schon. Aber ansonsten könnt ihr hier nochmal alles nachsehen, so leicht visuell dargestellt. Gut, das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Zusammenfassend ist zu sagen, WorldCoin ist eine dezentrale Peer-to-Peer-Kryptowährung, die dazu geschaffen wurde, besonders dezentral zu sein. Neben verschiedenen Sicherheitsmechanismen ist er besonders einladend für Miner, was sehr einfach ist und gleichzeitig auch sehr, sehr fair durch das Anpassen der Schwierigkeitsgrade beim Mining. Und für diejenigen unter uns, die besonders anonym bleiben wollen, sind die sogenannten Stealth Addresses oder Stealth Adressen dazu in der Lage, unsere Transaktion insofern zu verschleiern, als dass der Sender und Empfänger verschleiert werden und damit ist der Coin sehr anonym. Ein engagiertes und größtenteils ehrenamtlich arbeitendes Team verdeutlicht noch einmal den uneigennützigen Gedanken dieses Projektes. Das unterstreiche ich. Das ganze Projekt sieht sehr sozial aus. Es sieht hier nicht nach irgendwelchen Scams oder nach irgendwelchen Geldmachereien aus, sondern ich habe hier wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt beim Recherchieren, dass die Leute, die sich für WorldCoin einsetzen, es wirklich aus Überzeugung machen und nicht, weil sie die nächsten Millionäre werden wollen. Und das fand ich ziemlich cool, weil da könnte ich euch, glaube ich, zig Coins aufzählen, wo das nicht der Fall ist. Und hier noch besonders, dass auch die Technik relativ weit ist, denn sie sind die Ersten gewesen, die dieses Atomic Swapping durchgeführt haben
Und zukünftig soll es also möglich sein, ganz ohne Exchanges, also ohne die Börsen, übers Lightning Network solche Atomic Swaps durchzuführen, also solche Austauschereien von euren Kryptowährungen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, es war sehr, sehr umfangreich, ich hoffe nicht zu tiefgründig, aber soweit, dass alle verstehen konnten, worum es generell geht bei Wordcoin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon lange gemacht habt. Ansonsten freue ich mich auf den Sonntag zum Wochenreport. Es wird zwischendurch noch ein weiteres Tutorial-Video von mir geben. In diesem Tutorial-Video Nummer 2 zeige ich den Einsteigern unter euch, wie man sich eigentlich welche Kryptowährung kaufen kann. Das heißt, wir gucken uns verschiedene Kryptowährungen an und wo man sie am einfachsten kaufen kann. Werde ich auch automatisch gleich zeigen dann in dem Video. Und ja, ansonsten sehen wir und hören wir uns am Sonntag zum Wochenreport. Ihr könnt gespannt sein. Dieses Mal wird sehr, sehr viel an Infos kommen. Das kann ich heute schon versprechen. Und ich freue mich darauf, euch dann wieder dabei zu haben. Seid so lieb, unterstützt nochmal Facebook. Falls ihr noch nicht bei Facebook in der Gruppe seid, kommt sehr, sehr gerne auch nochmal da hinein, damit wir ganz einfach die 500 Abonnenten vorher bekommen bei Facebook. Denn dann gibt es ein Gewinnspiel und bei diesem Gewinnspiel wird ein Ledger Nano S, also ein Hardware-Wallet, an euch verlost und ruckzuck an euch geschickt, wenn ihr gewinnen solltet. Ihr seht, das Volumen ist fast voll. Facebook lädt langsam. Es wird also langsam Zeit, dem Video ein Ende zu setzen. Wir gucken trotzdem noch mal kurz rein, wie weit wir sind. Ich freue mich übrigens sehr darüber, dass ihr sehr, sehr viele Kommentare in letzter Zeit schreibt, auch sehr aktiv seid bei Facebook an sich. Und ja, ich denke mal, ich spamme euch da nicht voll. Es geht hier wirklich darum, News zu verbreiten. Und ihr seht, aktuell sind wir bei 338 Abonnenten, also schon mal 10% mehr als beim letzten Video. Lasst uns die 500 schnell erreichen. Ich meine, das sollte doch schnell gemacht sein. Und danach geht sofort los mit der Verlosung. Darüber hinaus haben wir bald die 5000 Abonnenten erreicht. Und da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Da wird ein richtig geiles Special mit reichlich Geschenken und gleichzeitig aber auch, ich glaube, einem tollen Video, das dazu passt. In dem Sinne wünsche ich euch einen richtig, richtig geilen Abend. Freue mich aufs nächste Video mit euch und bis bald. Ciao!